Wie pflege ich eigentlich richtig und vernünftig meine neue Brücke? Ich habe überhaupt keinen Plan. Mein Name ist Andrea Jakob, ich bin Zahnärztin und in diesem kurzen Video möchte ich dir mit Live-Aufnahmen einfach mal zeigen, wie du am optimalsten deine neue Zahnbrücke pflegst, damit sie möglichst lange in deinem Mund halten kann. Okay, lass uns einsteigen. Ich habe dir auch Produkte mitgebracht, die du einfach am besten zu Hause hast, wenn du eine Brücke bekommen hast. Das heißt, ein Zahn wurde beschliffen, einer fehlt, noch einer wurde beschliffen und das Ganze wird fest in deinem Mund auf diesen sogenannten Pfeilerzähnen zementiert. Und dann ist ja wirklich die Frage, wie komme ich da drunter, wie pflege ich das, was mache ich denn jetzt? So, und klar, wir müssen ja nicht drüber sprechen, die elektrische oder die Schallzahnbürste sollte sowieso zu deinem täglichen Utensilien dazugehören. Ja, und ich habe dir hier jetzt einfach mal diese Videoaufnahmen mitgebracht. Da siehst du, als allererstes kannst du bei diesen sogenannten Pfeilerzähnen zu den natürlichen Nachbarzähnen mit der normalen Zahnseide einfach durchgehen, weil du weißt ja, diese Zwischenraumpflege ist extrem wichtig, weil das macht schon 30-40% der Zahnoberfläche aus. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass du mit Zahnseide halt auch arbeitest. So, und du siehst in diesem Video, es blutet, das erkläre ich dir warum, das ist ganz einfach. Das sind die Aufnahmen, die ich direkt nach dem festen Zementieren der Brücke aufgenommen habe. Die Patientin super lieb und an dieser Stelle, wenn Sie zuschauen, nochmal herzliches Dankeschön, dass Sie mitgemacht haben. Ist es einfach so, dass wir an dem Tag halt schon die Brücke fest zementiert haben. Es hat einfach durch die Zemententfernung ein bisschen geblutet und deswegen sieht es halt so ein bisschen blutig an dieser Stelle aus. Jetzt kommt aber der entscheidende Moment. Und das ist ja die Frage, wie reinigst du jetzt optimalerweise dieses Brückenzwischenglied, wie wir es nennen? Ja, weil die Zahnbürste kommt nicht hin, mit Zahnseide funktioniert das auch nicht. Und am Ende des Tages finde ich auch diese Interdentalbürstchen nur so ein bisschen suboptimal. Das, was du brauchst, ist eine spezielle Zahnseide und die habe ich dir hier mal mitgebracht. Das ist die sogenannte Superfloss-Zahnseide. Ich persönlich muss gestehen, ich kenne sie nur von einer Firma, soll keine Werbung sein, aber es sind schon die besten. Die bekommst du in der Apotheke oder im Drogeriemarkt. Das sind die Superfloss-Zahnseiden von Oral-B. Der Vorteil, den du hier hast, du hast hier einmal das normale Zahnseidenstück, finde ich aber für die normale Kontaktpunktreinigung bei vielen Zähnen manchmal zu dick. Ja, deswegen musst du wahrscheinlich die normale Zahnseide auch verwenden. Dann gibt es hier so ein püscheliges Zwischenstück. Ich hoffe, das erkennt man so ein bisschen. Ja, und dann ist hier auf einer Seite ein etwas dochtähnliches Ende. Ja, siehst du das? Das ist so ein bisschen fester strukturiert. So, und jetzt ist der, es gibt zwei Tricks dabei. Entweder, klar, du bist manuell total geschickt und bist schon in deiner Routine, oder aber du nimmst dir eine Pinzette. Ich habe jetzt hier leider vergessen, mir eine zu suchen. Du nimmst diese einfach mit, wie im Video gezeigt, ganz, ganz kurz, weil das ist halt extrem wichtig. Wenn du dieses Dochtende so groß nimmst, da kommst du, da fummelst du dich tot, kommst du nicht durch. Nimm das Ganze praktisch kurz, fädel es unter dieses Brückenglied, zieh es dann durch, nimm es einfach jetzt mit beiden Seiten in die Hände, so wie du das in dem Video siehst. Und dann gehst du einfach mit strammem Zwischenteil, was so ein bisschen wie so ein Pfeifenputzer ist, einfach unter diesem Brückenglied so ein bisschen vor und zurück und zur Seite und machst diese Grundfläche letztendlich sauber, gehst auch nochmal an die Pfeilerzähne. Und was du jetzt nicht machen solltest, dass du das 100 Mal am Tag machst. Ich überspitze das jetzt so ein bisschen. Meines Erachtens reicht es schon, du machst das abends einfach, bevor du ins Bett gehst. Und dann sollte es das eigentlich auch schon gewesen sein, dass du einfach mal live gesehen hast, wie du zu Hause am optimalsten einfach deine neuen Zahnbrücken pflegen kannst. Wenn du manuell einfach Schwierigkeiten hast, ist mein Tipp an dieser Stelle, lass es dir einfach nochmal in der Zahnarztpraxis zeigen. Wir zeigen das unseren Patienten auch, wie sie das Ganze letztendlich umsetzen können und in letzter Konsequenz natürlich in der regelmäßigen Prophylaxe, wo auch mal angefärbt wird und damit du einfach mal siehst, wie gut du das in der Vergangenheit zu Hause hinbekommen hast. So, jetzt schreib mir gerne mal, was du letztendlich machst, um deine Zahnbrücken gut zu pflegen, dass sie langlebig in deinem Mund sind. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei warst. Bis zum nächsten Video.